Rutweiler, Studio Nöther. Wir sind bei einem Raumausstatter, der seinen Beruf wirklich gelernt hat und seine Mitarbeitern. Die beiden, die stehen hier schon parat und haben mich eben schon gefragt, wo soll ich mich denn hinstellen? Ja, ist ja nicht das erste Video, was wir drehen. Habe ich gesagt, stellen Sie sich hin, wohin Sie möchten. Wir filmen das einfach mal ab. Hier ist Carina Speicher. Hallo, Frau Speicher. Hallo, guten Tag. Genau, Sie haben was gelernt, richtig? Ja, Raumausstattermeisterin bin ich. Okay, super. Und der Nöther wahrscheinlich auch. Ja, bin auch Raumausstattermeister. Genau. Wir haben einen Stuhl gezeigt, vorher, nachher. Ich habe eben schon mal kurz das Ergebnis gezeigt. Er ist wunderschön geworden. Die Vorher-Bilder werden wir jetzt mal kurz einblenden, beziehungsweise wir haben eine richtige Diashow, die wir mal ein bisschen präsentieren, wo wir mal zeigen, welche Schritte jetzt notwendig waren, um aus diesem alten Stuhl, der noch nicht so alt war, aus den 80er Jahren, aber der schon ziemlich durchgesessen war, einen quasi neuen Stuhl zu machen, der aber Patina hat, sprich Gebrauchsspuren, der also nicht wie aus dem Möbelhaus daherkommt, sondern wirklich schön ist. So, das Wording, wie man im Neudeutsch sagt, wie macht man aus einem alten, zerschlissenen Stuhl einen neuen, Frau Speicher? Bitte blättern Sie mal durch, das ist jetzt was? Das ist die Draufsicht von unten vom alten Stuhl. Genau. Da ist der Futterstoff schon runter, man sieht quasi die Gurte und der Schaumstoff, der vorher drauf war. Die Bemühungen eventuell des Vorbesitzers, ja, den nochmal hochzudrücken. So ja, ein in etwa. Genau, bitte mal eins weiter. Da haben wir hier, so sah der aus. Also der war ziemlich fertig, das sieht man eigentlich gleich auf den Bildern. Hier sieht man auch die Nägel, die drin sind. Das ist ja jetzt ersetzt worden durch so eine neue, wie nennt man das? Eine Möbelborte, eine Gimpe. Mhm. Super. Und jetzt kommen wir gleich zu den Schritten. Sie haben das noch ein bisschen detailmäßiger fotografiert, wie kaputt der Stuhl ja war. Ist das so ein typischer Zustand nach 30 Jahren, wenn man den benutzt? Ja, natürlich. Das ist also hier haben wir lauter kleine Macken drin. Wir haben Verschleiß drin. Es ist, hier hängt ja auch der Schaumstoff schon über die Kante rüber. Also der ist einfach fertig gewesen. Das müssen wir von Grund auf neu machen. Super. Bitte eins weiter. Sind so die Schritte. Sie haben auch natürlich schöne Stellen nochmal dokumentiert, die halt nicht mehr so schön waren. Das ist aber jetzt so ein Klassiker für Sie. Das kommt jeden Tag mal vor, oder? So, dass Sie diese Stühle entsprechend restaurieren? Ja, die Stühle sind, also das ist so ein typischer Stuhl, wie er hier oft reinkommt. Da geht es auch darum, der wird auch erhalten, weil er aus dem Familienbesitz ist und er soll halt in der Familie bleiben. Aber es sind jetzt junge Leute und die bekommen halt auch einen richtig flotten Stoff drauf. So, also das heißt alle Nägel raus, richtig? Genau. Sie hat wirklich jeden Arbeitsschritt gemacht. Also wir haben den alten, das ist jetzt der alte Stoff ab, das ist die Rückwand praktisch von dem Stoff, wo man jetzt sieht. Okay, praktisch hinten, die ja, Wand, ja. Genau, das heißt jetzt alle Nägel raus. Das dauert jetzt wie lange ungefähr? Die Nägel raus mit einem Pipapo? 20 Minuten? Halbe Stunde? Ja, halbe Stunde schon. Die sitzen oft ganz fest im Holz. Okay. Sie sehen so ein bisschen zierlich aus. Ja, ich kriege schon Angst bei Ihnen, wenn Sie da so... Aber das ist ja auch keine... Im Prinzip muss man da auch vorsichtig sein. Oder? Man darf da nichts kaputt machen. Genau, man muss so arbeiten, dass man halt vom Stoff her, vom Stoff, sage ich jetzt mal, das Handwerksgerät auf dem Stoff absetzt, dass man halt nicht mit dem Arbeitsgerät den Stoff noch zerkratzt. Jetzt sieht es demnächst aus wie das Hochhaus von der HTW, komplett gestrippt, ja. Und dann wird das Innenleben wieder eingebaut. Also es bleibt am Schluss nur noch das Holz übrig, oder das reine Holz? Ja, also am Schluss bleibt, das wird man gleich sehen, als einfach nur noch das Gestell da. Okay. So wird der Stoff halt immer schön eins nach dem anderen abgemacht. Und das haben Sie mit 6 Stühlen, oder? Wie viel hatten Sie? Mit 6 Stühlen, ja. Genau. 6 Stühle sind das. Das ist eigentlich unbezahlbar. Sie haben ja letztes Mal einen Preis genannt, so 300 Euro, habe ich mir auch gedacht, das ist ja eigentlich viel zu billig. mit dem Stoff. Ja. Es ist halt auch sehr viel Erfahrung. Also gut, sie hat ja jetzt jeden Arbeitsschritt nochmal neu dokumentiert. Von daher ist es natürlich da ein sehr großer Aufwand gewesen. Aber ja, hier für einen Stuhl jetzt mal. Ja. Er sieht aber jetzt, man hat ja auch sehr viel Erfahrung damit. Also der Stoff geht halt auch relativ schnell ab. Gott, also ich habe dann kein Mitleid mit Ihnen. Sie haben es dann schnell geschafft. Also das hier ist jetzt im Prinzip das Gerüst? Genau, das Holzgestell. Holzgestell. Bitte mal weiter. Mal von verschiedenen Seiten. Und was passiert jetzt? Jetzt wird die Gurtung angefertigt mit dem vorhin schon angesprochenen Kunststoffgurt. Okay. Und der hält, gell? Das ist wahrscheinlich Hightech von heute, oder? Der hält, der ist bombenfest. Gut. Sie lächeln so ein bisschen. Der macht den Spaß, der Gurt, oder? Der neue. Ja, der lässt sich gut verarbeiten.
Toll, da kommen jetzt mehrere drauf, die werden auch wieder angetackert. Und genau, die werden getackert. Das sind jetzt die Längsgurte und dann kommen gleich noch in die andere Richtung. Die werden halt mit den Gurten hier verflochten. Das heißt, die Gurte halten auch den Stuhl so ein bisschen zusammen. Also von der. Das auch. Die Spannung hält natürlich auch ja, alle vier Seiten quasi zusammen. Gut, was jetzt nicht gesehen worden ist, die Stühle sind teilweise auch verleimt worden. Also ein paar waren gewackelig. Nachträglich nochmal, die haben sie auseinandergenommen und nochmal. Genau, die werden auseinandergeschlagen. Also das dürfte keiner sehen, wie die dann aussehen, wenn man mit dem Holzhammer auf die Stühle rausmacht. Die sind dann teilweise Einzelteile und die werden dann halt. Ist auch, ja auch egal, das Ergebnis zählt ja und nichts anderes. Das heißt, wenn Sie merken, oh, dann nehmen Sie lieber nochmal auseinander, machen ein bisschen Leim drauf. Was sieht man hier? Also bei diesem alten Stoff hat man ja gesehen, dass der Schaumstoff sich durch die Gurte durchgeschnitten haben. Um das in Zukunft zu vermeiden, wird hier eine Abdeckung drauf gemacht. Ja. Jetzt praktisch diese scharfen Kanten vom Gurt sind kaschiert und nehmen ein bisschen die Last auf von diesem Gurt, dass er sich hier nicht mehr, dass der Gurt sich halt hier nicht reinschneidet über die Jahrzehnte. Genau, das haben wir ja bei dem anderen gesehen, da ist das genauso passiert. Wobei 30 Jahre und tagtägliche Benutzung, wir werden sehen, wie dieser Kaltschaum, aber der ist ziemlich robust, den Sie haben, ne? Der hält 20 Jahre, das ist also auch ganz andere Technik, als man vor 20, 30 Jahren gehabt hat. Okay, bitte weiter, Frau Speicher. Da haben Sie ja echt viel Mühe gemacht, ja, muss ja mal Hut absagen hier. Ja, wir wollten wirklich mal eine komplette Dokumentation machen, was für so eine Arbeit in so einem, sag ich mal, einfachen Stuhl doch wirklich drin steckt. Das ist oft mehr, als man denkt. Was liegen da für Gewichte auf? Da habe ich eine Papierschablone für den späteren Schaumstoffzuschnitt angefertigt. Das hält einfach nur die... Achso, damit die Planen drauflegen. Genau, dass das Papier nicht verrutscht. Okay. Das heißt, Sie zeichnen das vorher an, dann haben Sie Ihre Schablone und dann wird der Schaumstoff. Genau. Aha. Jetzt da sieht man, wie mal so ein Stuhl verleimt wird. Das sieht halt aus wie so ein kleiner Igel, weil wirklich in jede Richtung muss halt gespannt werden. Also der Leim hält auch nur unter Druck. Also einfach nur zusammen machen geht gar nicht. Das muss halt, die werden dann über Nacht gespannt, dass am nächsten Tag ist das dann durchgetrocknet. Ich nehme an, dass Sie in Ihrer Jugend auch schon mal ohne Druck geleimt haben und dann mal festgestellt haben, es hält nicht. Also alle Fehler, die gemacht werden können, haben wir natürlich auch schon mal gemacht. Also das ist... Es war Spaß, ja. Ja, das ist aber die Erfahrung. Ich meine, erst wenn man Fehler macht, aus Fehlern lernt man. Aber liebe Do-it-yourself, Leute, guckt es euch genau an, wie es gemacht wird, dann könnt ihr jeden Stuhl jetzt restaurieren. Die Stoffe kriegt ihr übrigens auch hier bei Nöther. Ja, natürlich. Aber ich glaube, wir können es besser als so der... Do it yourself, Mensch. Ja, man muss ja hier im Saal vorsichtig sein. Ja. Die Leute gucken sich das an und sagen, ey, das kann ich jetzt auch. Und dann, das ist der Schaumstoff zugeschnitten. Genau, da ist der fertige Schaumstoffzuschnitt. Wir haben aus den kleineren Teilen, die hier unten liegen, noch eine Wölbung in den Sitz eingebaut, dass der halt nachher nicht kerzengerade ist, sondern so eine leichte Erhöhung bekommt. Toll, das sind so Details, die dann natürlich einem nicht mehr auffallen, wenn er dann mal zu ist. Oder dann sieht das aus, als wäre es immer so gewesen. Genau, das sieht man halt leider alles nicht mehr, was da so richtig dann halt jetzt drin ist. Das heißt, Sie könnten ja auch mit so einem 3D-Schneider, könnten Sie ja die Wölbung direkt rausschneiden. Aber nee, das wird hier von Hand gemacht. Eins nach dem anderen kommt dann drauf. Und das machen Sie selber oder haben Sie dafür einen armen Azubi, der... Die Stühle habe ich jetzt komplett selbst bezogen. Wird aber normalerweise, das sind so typische Azubi-Arbeiten, das Vorpolstern. Das lernt man auch recht schnell, aber hier sieht man auch die Watteabdeckung. Mhm. Die ist halt ganz wichtig. Also ein Stoff ohne diese Watteabdeckung hält nur die Hälfte der Zeit etwa. Haben Sie es gehört draußen? Machen Sie eine Watteabdeckung drunter. Was sieht man hier? Da liegt der Polsterstoff auf dem Tisch und dann geht es jetzt an den Zuschnitt, dass halt der Stuhl bezogen werden kann. Genau, da ist auch Ihr Lieblingsinstrument. Das liegt da Ihre sündhaft teure Schere. Genau, das ist eine Spezialzuschneideschere, die ist ja durch keine andere zu ersetzen. Sagt übrigens für alle, die jetzt zugucken, sich wundern, wir sind bei Studio Nöther in Dudweiler und neben mir steht Carina Speicher. Sie ist Raumausstattermeisterin. Genau, das ist richtig. So, und jetzt wird er draufgelegt. Man legt ihn halt drauf und dann, das sind jetzt noch die anderen Teile für die Rücken. Dann machen wir schnell weiter. Und dann sieht man halt hier, wird der mit kleinen Nägeln wird er erstmal vorgeheftet. Man kann nicht direkt ans Tackern gehen, man muss erstmal alle Richtungen ausgleichen, gucken, dass es in die Quer- und in die Längsrichtung halt vom Stoff her und von dem Streifen halt auch passt. Insgesamt am Stuhl, wie lange sind Sie da dran, wenn Sie jetzt nicht gerade fotografieren?
Ja, gut, ja, das dauert schon so einen Ja, halben Tag halben bis Tag. Tag. Das heißt, wenn Sie mal 210 Stühle haben, dann sind Sie froh, wenn der Job vorbei ist. Ja? Ja, also so viele Stühle auf einmal, dann ist man wirklich froh. Aber machen wir auch. Ja, also das ist jetzt auch, wir haben uns natürlich jetzt durch die Fotos sind wir ein bisschen aufgehalten worden, weil ja sie versucht Jetzt mal haben. ehrlich, es ist super. Also großes Kompliment, weil ich habe Ihnen ja gesagt, ey, machen Sie mal ein paar Fotos von den Zwischenschritten. Aber Sie haben das ja saugut gemacht, wie man hier im Saarland sagt. Das ist Ihre, ich liebe diese Schere, ja. Ich kriege da richtig Angst, wenn ich sie sehe. Die ist scharf, oder? Die ist schon scharf, ja. Vor allem gerade hier, da muss man auch aufpassen, dass die Schere ordentlich schneidet. Dann ist das halt hier hinten am Rücken. Da muss halt speziell eingeschnitten werden, Das muss, achso, dass das, der Stoff ja, hinten um die auch nicht Kante reißt. geht, dass er nicht reißt, dass man nicht zu viel oder zu kurz schneidet. Fiskars, da sehe ich schon die Schweden, was ist das? Finnen, Schweden. Eine gute Fiskars-Schere, ja. Die kennen viele vielleicht aus dem Gartenbereich, aber das ist Spezialwerkzeug, das braucht man einfach, oder? Mit einer normalen Schere geht da gar nichts. Genau, also mal ohne ordentliches Werkzeug geht halt nichts. Wie immer im Leben. So, jetzt So sieht es ist. dann fertig aus, wenn der Stoff am Holz hinten eingeschlagen ist. Auf der linken Seite ist es jetzt. Und das gleiche Genau. natürlich auf der rechten Seite. Ich nehme Genau, das an. kommt dann gleich nochmal. Das haben wir dann aber jetzt Uns nicht noch geschenkt, ja. extra fotografiert. So sieht es dann nachher Ja. hinten aus. Also jetzt ist es halt fertig. Die bis jetzt aber wahrscheinlich nur geheftet. Das wird dann nachher noch getackt und dann abgeschnitten. Das heißt, Sie gucken natürlich so wenig verschnitten wie möglich. Ist ja klar, weil ich nehme an, der Stoff, der kostet keine 2,50 €. Ich habe jetzt gar keinen Preis im Kopf. So teuer ist er, glaube ich, gar nicht mehr, der Stoff. Aber wir müssen auch was zum Ziehen haben. Außerdem, deshalb ist er auch ein bisschen länger, weil wenn man es zu knapp macht, funktioniert es auch nicht. Jo. Und ja, aus allen Positionen fotografiert. Frau Speicher, Sie machen das super. So. Dann Ah, was Neues. jetzt geht's an den Rücken. Da ist halt die vorgeheftete Rückwand vom Stuhl, die man halt nachher von hinten sieht. Deshalb sieht man hier auch den Stuhl jetzt, den Stoff jetzt von der linken Seite, weil hinten soll es ja auch schön aussehen. Erst geheftet, dann getackt. Dann entsprechend wird es gleich abgeschnitten. Frau Schweier, Sie haben bestimmt viele Freunde, oder? So privat, die irgendwelche Sachen haben, die. Sie können bestimmt gut nähen, oder? Ich kann, ja, nähen kann ich Alles. auch. Hat er jetzt mit dem Polsterstuhl weniger zu tun? Der ist ja richtig von Hand gearbeitet. Es gibt natürlich Stühle, an denen die Bezüge auch genäht werden mit der Maschine, aber das ist ja hier nicht der Fall. Wenn man das so sieht, Da eine haben wir noch wirklich patente Frau. eine Pappe drüber gemacht. Wozu ist die Papa? Die ist einfach zur Stabilisierung, dass halt der Stoff nicht nach hinten durchhängt, dass man halt auch bequem sitzt und nachher nicht in so ein Loch im Rücken fällt. Okay, das heißt, das macht das noch stabiler. Das macht es noch stabiler. Und dann nimmt man auch keine Pappe, oder? Das geht. Das ist eine, ja, wir kaufen es halt eine Spezialpappe. Spezialpappe, eine Genau. Polsterpappe. Ich wollte gerade sagen, also Ist gehen Sie jetzt jetzt, nicht hin von DHL, das ist, letzte ist, Paket. nee, ist jetzt keine Paketpappe oder sonst was. Okay, und dann kommt das Vlies. Dann haben wir dieses Wattevlies drauf getan. Natürlich auch in der runden Form angepasst. Dann nochmal die Watteabdeckung, auch im Rücken. Heißt, Sie können jetzt bei 6 Stühlen, können Sie davon ausgehen, dass die alle identisch sind oder ist das gefährlich? Dass Sie die direkt 6-mal zuschneiden oder ist der eine Stuhl auch ein bisschen anders wie der andere? Ja, also ich sag jetzt mal, da hier haben wir schon alles relativ identisch zugeschnitten. Wobei beim Polstern habe ich schon gemerkt, dass die Stühle eine unterschiedliche Form haben, aber das konnte man alles Das noch, Marginal denn. das konnte man noch ausgleichen. So. Diese Pappe war vorher auch nicht gewesen. Der Stoff hat also ohne diese Polsterpappe auch 20 Jahre gehalten. Und, aber man hat am Rücken gemerkt, dass der sehr nach hinten durchgegangen ist. Und das in Zukunft vermeiden wir das halt dann dadurch. Ich gebe Ihnen mal eine Zeitanweisung. Wir haben noch 8 Minuten auf dem Chip. Und ich Wir denke dann, sind hier auch das schon schaffen wir. fertig. Man sieht ja hier schon den fertigen Stuhl sogar schon geklebt mit der Möbelborte. Okay, die Möbelborte wird anschließend nur draufgeklebt, das heißt, die Nägel halten das, oder? Auf den, oder, nee, Tacker. Nägel und Die Tacker. Tacker halten den Stoff. Okay. Man könnte es quasi so lassen, also, aber sieht ja dann halt hässlich aus. Ja, das stimmt. Und dann wird die Borte drüber geklebt. Was ist das für ein Kleber? Ein spezieller Heißkleber. Das heißt, das hält. Das hält und ja.
So, jetzt gehen wir nochmal auf eine Sache. Ich weiß nicht, ob Sie das gezeigt haben, wie Sie das Holz nochmal restauriert haben. Ansonsten sprechen wir mal ganz kurz drüber. Da waren ja einige Macken in dem Holz und Sie haben ja gesagt, das wollen Sie auf jeden Fall drin lassen. Hier sieht man es eigentlich ganz schön. Sie den nochmal ein bisschen zu mir drehen. Also vielleicht diese Seite, genau, in dem Licht. Da sieht man, der hat so, man würde es bei Menschen sagen, eine schöne Narbe, ja. Also der Stuhl ist halt mit einem Lack. Also die ganz groben Teller werden halt mit dem Stift werden die ausgeglichen und dann wird halt noch ein Lack drüber gesprüht, um das halt die Farbe wieder zu erfrischen halt. Das ist aber eine extra Patinefarbe, die halt nur eine also die deckt nicht, sondern die macht so einen Ton. Nicht ab, sondern das ist eine richtige Patinierfarbe, weil es ist ein alter Stuhl und soll auch ein alter Stuhl bleiben. Der soll aber aussehen wie top gepflegt und als hätte er noch nie großes Sonnenlicht gesehen. Also man sieht ja hier, es ist Hell-Dunkel-Stelle, das ist einfach durch Sonnenlicht passiert. Und die soll so bleiben? Ja, das soll mal so bleiben. Man soll ja sehen, dass der Stuhl schon mal benutzt war. Frau Speicher, sind Sie zufrieden mit Ihrem Ergebnis? Ja, ich bin sehr zufrieden. Also mir gefallen sie gut. Ich zeige es mal gerade, wenn Sie sich mal da draufsetzen. Sie dürfen sich mal draufsetzen, dann sieht man mal, was für tolle Stühle das jetzt sind. Und das hat sich bei den Stühlen durchaus gelohnt, oder? Ja, das hat sich gelohnt. Das ist jetzt auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis absolut in Ordnung, weil so ein Stuhl, wenn Sie den kaufen, unter 400, 500 Euro kriegt man den eigentlich nicht mehr. Und es ist ja nicht der gleiche Stuhl, den vielleicht die Oma hatte oder ein Familienmitglied jetzt hier draus, sondern es ist genau das, eine Fortführung der Familientradition. Darauf kommt es ja auch an. So, der. Super, wir haben viel gelernt. Also wir werden das jetzt mal verbinden mit dem ersten Video. Wenn ich jetzt so einen Stuhl habe, egal wie der aussieht, darf man den bei Ihnen mal vorstellen, wie beim Arzt, ja, die Wunde? Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie kommen halt hierher mit so einem Stuhl, dass ich mir den angucken kann, oder Sie rufen an und ich komme vorbei und messe den aus. Wir machen den Stoffvorlage halt auch in der Wohnung dann selber, wo er auch nachher steht. Genau. Man sollte auch die Stoffe immer in der Wohnung auch mal angucken. Genau, damit das Licht entscheidet ja auch, was habe ich da für ein Licht, wie wirken die denn da? Ist wahrscheinlich so, oder? Ja, genau, es sollte ja in die Umgebung anpassen. Viele bringen dann ein Stück Tapete mit, das ist so ein Hinweis, aber man muss wirklich gucken, auf welchem Teppich steht der. Man sollte auch keine gemusterte Stühle auf gemusterten Teppich machen oder halt, was ist für ein Boden da. Aber jetzt sind wir schon beim Thema. Sie verbringen ja eine ganz große Zeit Ihres Lebens nicht hier im Laden, sondern beim Kunden, oder? Ja, ich bin die Hälfte der Zeit, bin ich eigentlich auf Montage oder bin beim Kunden beim Ausmessen und Beraten. Genau, klasse. So, Frau Speicher, die allumfassende Frage, die sich jetzt alle stellen werde, wenn ich so einen Stuhl habe, wo muss ich mich denn hinwenden? Ich zeige es mal kurz auf Ihrem Revers an. Ja, genau, zu uns ans Studio Noether in Saarbrücken-Dudweiler. Die postalische Adresse ist am Markt 2, aber das Gebäude liegt an der Theodor-Storm-Straße. Das ist die Straße in Richtung Scheid. Genau, zwischen Scheid und Dudweiler. Praktisch am Hang ist ein wunderschönes kleines Kleinod. Da steht auch Studio Noether dran. Genau. Da ist auch irgendwas ist hier draußen nochmal als Erkennungsmerkmal. Ich überlege gerade. Ja, wir haben vor Jahren mal so einen roten Hirsch gekauft. Zeigen Sie mir den mal. Ja, dann sieht man den auch ganz gut. Das machen wir jetzt mal ganz spontan. So, ich darf mich schon mal verabschieden, Frau Speicher. Vielen Dank. Ja, haben Sie toll gemacht. Und bis bald. Wir gehen nochmal raus und gucken uns mal den Hirschen an. Der müsste... Ich hab ihn noch in Erinnerung gehabt, aber ich wusste nicht mehr genau, wo er war. Da ist er. Das ist der Hirsch. Ja, den haben wir mal eigentlich nur für Weihnachten gekauft. Und wir mal den runtergenommen haben, haben wir E-Mails und Anruf bekommen, wo unser Hirsch hin ist. Und seitdem wird er einfach der Jahreszeit entsprechend dekoriert. Genau. Hier sieht man auch die Straße kommend aus Scheid. Hier geht es den Berg runter. Also die allermeisten kennen ihr Haus. Ja, bloß ist es halt so, wenn man jetzt mal gerade das Video sieht, dann sagt man, ach, das Haus da. Ja, und hier unten geht es dann Richtung Dudoplatz, nehme ich an. Genau, Richtung... Richtung Dudweiler Zentrum, also das ist ca. 150 Meter von uns entfernt. Genau, Sie lieben es, wenn man kurz vorher anruft, ja, denn Sie sind ja auch nicht immer hier, also wenn Sie jetzt gerade vorstellen, also die Kollegen sind immer da, aber wenn man Sie persönlich sprechen will, am besten kurz vorher durchklingeln, Telefon. Das ist 06897 76 4x8. Vielen Dank, Herr Noether, ja. Und bringen Sie auch Ihre Stühle zum Dirk Noether nach Dudweiler.